Wir haben heute einen besonderen Tag, nämlich den Tag der Naturheilkunde. Und den Präsidenten der gleichnamigen Gesellschaft habe ich für heute eingeladen, Professor Dr. Gustav Dobosch. Herzlich willkommen. Haben Sie eben genau zugehört? Ja, ich muss sagen, was mich beunruhigt hat, war dieses Essener Modell. Ich komme ja aus Essen und es gibt eine Entwicklung in Japan. Und zwar, japanische Frauen lassen sich besonders häufig von ihren Männern scheiden, nachdem die Männer in Rente gegangen sind. Und dafür gibt es einen Ausdruck im Japanischen und der heißt den Müll entsorgen. Oh, wei. Und wenn es jetzt schon in Essen anfängt, dann... Also Sie entsorgen nicht, sondern ganz im Gegenteil, Sie versuchen sozusagen die guten Stückchen zu bewahren und sie wieder gut herzustellen. Ein Apfel, der einen Fleck hat, der wird bei Ihnen so behandelt, dass der Fleck von alleine verschwindet. Also ich will es jetzt nicht zu märchenhaft hier ausdrücken. Professor Dr. Gustav Dobosch ist einer der wenigen erfolgreichen Ärzte, die zwei Heilverfahren gemeinsam unter einen Hut gekriegt haben. Das Naturheilverfahren und die klassische Medizin. Sie sind Chef einer Klinik in Essen, wir haben ja Essen gerade eben genannt, die einen großen Ruf in Deutschland hat. Es gibt zwei solche Kliniken in Deutschland. Und als Sie angefangen haben, wurden Sie von den meisten Ihrer Kollegen begrüßt mit den Worten der Dobosch und seine Konsorten. Das heißt, man hat Sie nicht ernst genommen. Gut, das hat man nicht zu mir gesagt, sondern über mich gesagt, muss man sagen. Okay. Und man muss sagen, dass sich heute das Blatt geändert hat. Und zwar heute kommen die Leute, die damals so gesprochen haben, zu mir, um in unserer Akademie Naturkunde zu lernen, weil die Patienten sie mittlerweile fragen, warum machen Sie das eigentlich nicht? Das scheint so wirksam zu sein und gerade bei mir scheint es wirksam zu sein, warum bieten Sie mir das nicht an? Geben Sie mir doch mal ein Beispiel dafür, für den idealen Patienten, der bei Ihnen ideal aufgehoben ist. Gut, da gibt es ganz viel, also was ganz Einfaches, Kniegelenksarthrose. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass die gängigen konventionellen Methoden, eine Kniegelenksarthrose zu behandeln, sondern zum Beispiel die arthroskopische Operation einer Arthrose, keinen Effekt hat. Aber sie wird 70.000 Mal in Deutschland durchgeführt mit einem gewissen Nebenwirkungsrisiko, dass es zu einer Infektion im Kniegelenk kommt. Das heißt, die klassischen Mediziner wissen, dass sie eine Operation anbieten, die sie eigentlich nicht anbieten sollten? Also wenn Sie Ihre Leitlinien kennen, dann müssten Sie es wissen. Und gleichzeitig gibt es eine ganze Reihe naturheilkundlicher Verfahren von Akupunktur, Blutegeltherapie, Tai Chi, Bewegung, die nachweislich, eine sogenannte positive Meta-Analyse haben, die nachweislich wirksam sind. Also von daher, es gibt eine ganze, gerade bei älteren Menschen ist es wichtig, Rückenschmerzen, Kniegelenksschmerzen. Ganze Reihe von Altersbeschwerden können auch sehr gut naturkundlich behandelt werden. Und gerade ältere Menschen leiden halt häufiger Nebenwirkungen von konventionellen Medikamenten. Und da ist es eben wichtig und sinnvoll. Sie haben ja erst mal klassische Medizin studiert. Wo? Ich habe in Freiburg studiert. Ich bin Nephrologe, also Nierenspezialist, Internist und Arzt für Intensivmedizin. Und wie sind Sie an die chinesische Medizin geraten? Ja, ich hatte vor über 30 Jahren eine junge Frau kennengelernt und die hatte mir kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, mitgeteilt, dass sie jetzt für 2 Jahre nach China gehen würde. Und die einzige Möglichkeit, dass wir nicht getrennt waren, war, dass ich mitkomme. Und so hatte ich dann die Möglichkeit, schon vor 1983 eine Medizin zu lernen, kennenzulernen, die mir zu Beginn völlig absurd war. Dass man dann von Energiebahnen spricht, die durch den Körper wandern. Aber ich hab das dann dort gesehen und die Patienten haben sich gebessert und es war eine spannende Erfahrung und hat auch so mein Verständnis für Medizin auch verändert. Aber warum gibt es dann so viele Gegner Ihrer Methoden, so viele Ärzte, die immer noch ihre alten Weisheiten verteidigen und diesen, sagen wir mal, etwas moderneren Gedanken keinen Glauben schenken wollen? Ich glaube, das ist zum großen Teil auch ein Generationskonflikt. Es sind häufig ältere Kollegen und man spricht ja von Paradigmenwechsel. Also dass sich so langsam nach und nach auch Lehrmeinungen verändern und wir sind jetzt so weit, dass wir zu Beginn eines Paradigmenwechsels sind. Und es dauert eine gewisse Zeit. Häufig ist es so, dass es erst möglich sein wird, wenn die älteren Vertreter dann eben keinen Einfluss mehr haben.
Die sitzen ja häufig in Gremien und versuchen dann auch zu verhindern, dass was Neues entsteht. Und in einigen Jahren wird es völlig normal sein. Wie ist das mit den Krankenkassen? Ihre Methoden werden von den Krankenkassen in der Zwischenzeit anerkannt? Also für uns, wir sind eine Modellklinik in unserer Klinik. Oder was in unserer Klinik gemacht wird, wird alles von den Krankenkassen finanziert. Und eine ganze Reihe von Krankenkassen, gesetzliche und auch visionäre private Krankenversicherer, die arbeiten speziell mit uns zusammen. Zum Beispiel bekommen wir von einigen Krankenkassen die Schwerstmigräniker. Das heißt, die Patienten, die 10 bis 20 Mal pro Monat Migräne haben, die quasi durch das normale Raster der konventionellen Migränebehandlung durchgefallen sind und offiziell nur noch sehr wenig Therapiemöglichkeiten und bestehen. Und denen können Sie dann noch helfen? Denen können wir helfen, genau. Darauf sind wir spezialisiert. Die Patienten mit 10 bis 20 Migräneanfällen oder Crohn-Colitis, also Patienten mit chronischem Durchfall, die 40 Durchfälle haben, die denen empfohlen wurde, den Darm zu entfernen operativ. Also wir haben uns auf die ganz Schwerkranken in ganz bestimmten Erkrankungen spezialisiert. Und haben Sie da Erfolgszahlen? Gut, wir führen kontrolliert randomisierte Studien durch, also unter kontrollierten Bedingungen, und haben die ersten 5 Jahre systematisch alle Patienten evaluiert und das dann quasi in einer Qualitätssicherung auch dargestellt. Wenn jetzt früher ein Patient zu Ihnen in die Praxis gekommen wäre und Sie stellen fest, gnädige Frau, ich muss Ihnen leider sagen, Sie haben Brustkrebs, die und die Behandlungsmethode stelle ich mir vor, dann werden Sie ihr heute was anderes sagen. Sie werden sagen, die klassische Medizin wenden wir an bis dahin, aber dann komplementär empfehle ich Ihnen auch noch ein Naturheilverfahren? Also Sie sprechen das Thema Brustkrebs an. Wir haben das Glück in Essen, dass wir zwei der wahrscheinlich in Deutschland der besten Gynäkologen an unserer Klinik haben, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Die eine Lege Artis, also eine ganz normale schulmedizinische Gynäkologie machen für Brustkrebs, für Unterleibskrebs. Und mit denen arbeiten wir zusätzlich oder haben wir zusätzliche Konzepte erarbeitet, um diese Patienten oder Patientinnen neben der Schulmedizin auch naturkundlich zu behandeln. Und das hat den Erfolg bei den Patientinnen, dass sie weniger depressiv sind, weniger ängstlich, dass sie sich kräftiger fühlen und die Nebenwirkungen der konventionellen Therapien deutlich reduziert werden. Und was eben ganz wichtig ist, dass sie die sogenannte Compliance verbessert sich. Also die Patientinnen sind besser in der Lage, der konventionellen Therapie Folge zu leisten. Da wollte ich Sie noch fragen, weil in den Unterlagen fand ich das Stichwort Mind-Body-Medizin. Was ist das? Mind-Body, das ist der Zusammenhang zur Naturheilkunde ist über die sogenannte Ordnungstherapie. Das ist ein Begriff aus der Kneippschen Medizin, ursprünglich von einem Schweizer, von Bircher Benner. Und da geht es letztendlich darum, Das ist der mein Müsli macht. Genau. Ja. Da geht es letztendlich darum, das Leben in Ordnung bringen. Und die Mind-Body-Medizin ist eine amerikanische Variante. Da geht es Körper, Geist, Seele, werden in eine Harmonie gebracht. Ein Patient, Mind-Body-Medizin ist relativ schwierig mit wenigen Worten zu erklären. Ein Patient hat es mal sehr treffend ausgerückt, er hat gesagt, das ist eine Therapie für eine dickere Haut. Und wir haben ganz viele Patienten, die haben eine internistische Erkrankung, eine neurologische Schmerzerkrankung, aber die sind krank, weil sie Stress haben oder weil sie in ganz bestimmten Situationen so reagieren, wie sie reagieren und dann eben Migräne bekommen, eine Durchfallerkrankung bekommen oder andere Beschwerden. Wenn man vor 25 Jahren gesagt hätte, Stress kann auslösend sein für Krebs, wäre man ausgelacht worden. Heute zumindest denken die Leute darüber nach. Also ich habe kürzlich von einem Kardiologen gehört, wenn man vor 25 Jahren in einer kardiologischen Visite dem Chefarzt gesagt hätte, dass Stress einen Herzinfarkt auslösen könnte, wäre man entlassen worden. Das war völlig absurd zur damaligen Zeit. Und heute weiß man, dass Stress auch Einfluss auf die Metastasierung von Krebs hat. Das sind Untersuchungen aus Iowa von einer ganz renommierten Forscherin, die kürzlich bei uns aufgetreten ist. Jetzt höre ich immer wieder auch von den Naturheilern, man soll vor allen Dingen versuchen, die eigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Mhm. Was empfehlen Sie da? Was soll man tun? Soll man Yoga machen? Soll man sich in einen dunklen Raum zurückziehen? Soll man einfach Auszeiten nehmen? Oder was machen Sie, um sich fit zu halten? Ja, ich meditiere und mache Yoga. Das sind im Prinzip so die Kernelemente auch der Mind-Body-Medizin.
die auch dazu führen, dass Selbstheilungskräfte aktiviert werden, weil wir es gerade vom Alter haben. Also es gibt Untersuchungen aus Harvard, dass regelmäßiges Yoga bei älteren Männern dazu führt, dass die sogenannte fluide Intelligenz, also die Intelligenz auf neue Situationen kreativ zu reagieren, dass die deutlich gebessert wird. Es gibt Untersuchungen, dass der Abbau, der geistige Abbau deutlich reduziert wird. Also Yoga und Meditation ist schon mal sehr gut, wenn man das macht. Und wie lange brauchen Sie Zeit dafür, für die Meditation? Reicht da 20 Minuten am Tag? Oder? Es hängt davon ab, wie viel Zeit ich habe. Ich versuche, selbst wenn es nur 5 Minuten sind, mich kurz hinzusetzen, zu meditieren. Wenn ich mehr Zeit habe, auch eine halbe Stunde. Können Sie einen Tipp geben, wie man in die Meditation hineinkommt, ohne dass man jetzt gleich zum Arzt rennen muss und sagt, bringen Sie mir das Meditieren bei? Ja, das Einfachste ist, sich auf den Atem zu konzentrieren. Den Atem hat man immer dabei. Sich auf den Einatmen, Ausatmen. Man kann zählen während des Atmens bis 4 und dann von 4 nach unten bis 1. Manche können es sofort und andere brauchen eine gewisse Zeit. Und Meditation ist auch nicht für jeden das Richtige. Also für manche ist Laufen gut oder progressive Muskelentspannung. Ja. Aber was eben das Wichtige bei der Naturheilkunde und der Schulmedizin, der sogenannten integrativen Medizin, ist, dass eben die Naturheilkunde in Kombination mit der Schulmedizin gerade bei diesen chronischen Erkrankungen deutlich wirksamer ist. Und was noch dazu kommt, Patienten wollen es. Sehr viele Patienten, über 70% der Bundesbürger möchten, das weiß man aus Umfragen, in bestimmten Situationen naturheilkundlich behandelt werden. Sie haben vorhin den Namen Harvard genannt. Sie arbeiten eng zusammen, glaube ich, mit Harvard, einer der berühmtesten Universitäten der Welt in Boston. Und mit dem Sloan Kettering Hospital in New York. Und das große Problem ist nur, bei all Ihren Erfolgen, die Sie haben, Sie können nicht alle heilen. Sie haben manchmal Wartezeiten bis zu 8 Monaten. Ja. Das heißt, wenn uns jetzt ein Zuschauer zuguckt und sagt, zu dem Onkel will ich auch mal gehen, was empfehlen Sie ihm denn dann, wie er am schnellsten bei Ihnen drankommt? Ja gut, es kommt drauf an. Eine Fahne von Rot-Weiß Essen? Oder? Also in der Regel hängt natürlich auch von der Erkrankung ab. Wenn einer eine akute Erkrankung hat, wenn einer eine akute chronische entzündliche Darmerkrankung hat, dann geht es natürlich auch früher. Der muss ja dann sofort aufgenommen werden. Aber wenn jemand unter chronischen Schmerzen leidet und das schon seit Jahren, die Sie jetzt verschlechtert haben, dann ist es halt leider so, dass er auch warten muss. Herzlichen Dank, dass wir Sie kennenlernen durften und mal eine etwas andere Sicht eines Arztes gesehen haben, wie man heutzutage heilt. Professor Dr. Gustav Dobosch, Dankeschön. Applaus